Hier mit dem Sternhimmel. Da bin ich auch immer. Das fasziniert mich auch jedes Mal. Ich sehe mir gerne draußen live den Sternhimmel an. Kommen wir mal zu solchen Aufnahmen. Sieht man das hier in Qualität? So, in solche Aufnahmen. Hier habe ich wirklich immer das Problem, dass ich diese Aufnahmen, egal wo ich jemals war, wo ich hingehe, wo ich mich befinde, ob ich auf einem Aussichtspunkt bin, ob ich im Urlaub bin, egal wo, ich habe immer das Problem, dass ich diese Massen an Sternen nie sehe. Ich weiß nicht, ob das hier zum Beispiel. Ich habe immer wirklich das Problem, dass ich draußen stehe und zu meiner Kleine mal sage, weißt du, diese ganzen Videos, die wir uns so angucken, wir sehen nie die Massen an Sternen. Wir sehen immer halt die Sternbilder. Man sieht immer den kleinen Wagen mal, den großen Wagen, ne? Cassiopeia und so. Man sieht Orion, Gürtel des Orion und so weiter. Aber, und das auch immer dasselbe Bild, das läuft dann immer am Himmelszelt ab, sozusagen. Aber diese ganzen Massen an Sternen habe ich in meinem ganzen Leben noch nie gesehen. Nun, dafür gibt es zwei ganz einfache und plausible Gründe. Zunächst einmal hängt die Anzahl der sichtbaren Sterne in erster Linie natürlich von den Beobachtungsbedingungen ab, also der Hintergrundhelligkeit des Himmels durch Streulicht. Hier im Bild sind Sterne bis zu einer scheinbaren Helligkeit von etwa Magnitude 6 zu sehen. Im gesamten sichtbaren Himmel wären das einige tausend. Um die jedoch mit bloßem Auge beobachten zu können, sollte man schon ziemlich weit ab von jeder größeren Stadt sein, um einen möglichst dunklen Himmel zu haben. In der Nähe einer Stadt wird man bestenfalls noch ein paar hundert Sterne bis zu einer Größenklasse von 4 oder weniger sehen können. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, und der ist eigentlich auch dein Hauptproblem. Du vergleichst die Wahrnehmung deiner Augen mit der von Fotokameras. Und das geht nicht. Kameras verfügen über zwei Fähigkeiten, die das menschliche Auge schlichtweg nicht hat. Nämlich erstens eine bisweilen sehr hohe Lichtempfindlichkeit und zweitens die Möglichkeit, auch über längere Zeit Licht für ein einzelnes Bild zu sammeln. Das können Sekunden sein, aber auch Minuten oder gar Stunden. Deswegen können auf Fotos auch Dinge zu sehen sein, die das Auge nicht mal ansatzweise wahrnehmen kann. Das macht diese Objekte aber nicht weniger real. Als Beispiel hier mal eine meiner eigenen Aufnahmen, entstanden mit einer Canon EOS 450D und einem normalen Weitwinkelobjektiv, aufgenommen am Rande einer Großstadt, also ziemlich suboptimal. Zur Orientierung, es ist ein Teil des Sternbildes Schwan. Trotz schwieriger Sichtverhältnisse und deutlicher Lichtverschmutzung zeigt diese Langzeitbelichtung immerhin schon Sterne bis hin zur 10. Größenklasse. Also einer scheinbaren Helligkeit, die selbst unter besten Bedingungen für das bloße Auge nicht mehr wahrnehmbar ist. Aber ist es deswegen eine Fälschung? Oder nehmen wir den Kopf des Schwans, das berühmte Albireo-System. Mit bloßem Auge ist er zwar deutlich zu sehen als einzelner heller Punkt, aber das täuscht. Die tatsächliche Natur ist ohne Hilfe nicht erkennbar, sondern zeigt sich erst bei starker Vergrößerung, hier mit einer äquivalenten Brennweite von 2000 mm. Albireo ist zumindest optisch ein Doppelstern. Albireo A in hellem Orange, Albireo B in bläulichem Licht. Ob die beiden auch physikalisch gebunden sind, ist noch unklar. Der Punkt ist aber, erst mit technischen Hilfsmitteln wie einem Feldstecher oder Teleskop können die beiden Sterne optisch und auch farblich aufgelöst werden. Das menschliche Auge allein ist dazu nicht in der Lage. Aber sind solche Aufnahmen deswegen eine Fälschung? Also das habe ich noch nie gesehen. Was hier gezeigt wird, das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Und ich habe mich dann immer gefragt, ist das real, was die dann immer so zeigen? Searching for extraterrestrial intelligence. SETI. Habt ihr jemals schon mal solch einen Sternhimmel gesehen? Ich meine, gut. Diese Sternhaufen oder diese Sternbilder, die hier gezeigt werden, das ist meistens in ungefähr 4, in 3,8, 4,5 Kilometer Höhe, wo auch die Luft ziemlich dünn ist, ne? Und das ist alles ziemlich weit oben auf den Bergen, immerhin da, wo man eben solche Antennen auch hinstellen würde. Aber ich habe noch nie, guckt euch diese Bilder an. Ist das real? Das ist doch, also, ich will mal, also wie soll ich das ausdrücken, ohne dass es jetzt noch irgendjemanden angreift? Leute, es ist einfach nur meine Aufnahme, meine Auffassungsgabe.
Also ich habe sowas noch nie gesehen und für mich sind diese Bilder hier komplette erstellte Bilder. Das ist eine Kompilation, das ist erstellt. Guckt euch das an, sowas würdet ihr niemals sehen, das glaube ich nicht. Ich lege meine Hand dafür ins Feuer, dass das hier niemals echt ist. Niemals. Guckt euch das an. Kleiner Tipp. Besorge dir schon mal Brandsalbe und einen sterilen Verband. Nach deiner Auffassung müsste ja auch dieses Foto gefälscht sein. Ist es aber nicht. Es ist eine einzelne, reale Aufnahme, wenn auch mit durchaus extremen Kameraeinstellungen. Und wenn man mal die Rotation angleicht, dann liegt die Übereinstimmung mit dem von dir gezeigten Bild praktisch bei 100%. Aber wie können Aufnahmen aus einem Flugzeug exakt den gleichen Sternenhimmel zeigen wie Aufnahmen vom Boden? Vielleicht deswegen, weil es tatsächlich so aussieht? Das Video zur Entstehung dieser Aufnahme verlinke ich. Wir schauen aber mal kurz rein. Am Montag habe ich auf Facebook und auch auf Instagram das gleiche Foto gepostet, nämlich von einem Flugzeugflügel mit der Milchstraße im Hintergrund. Ich habe dazu ja geschrieben, es ist kein Composing. Manche Leute haben es nicht geglaubt, bezweifeln dann irgendwie diese Spiegelung auf dem Flügel, dass die unecht ist, weil das aussieht, als ob da die Sterne reingefotoshoppt wären und so weiter. Bei mir ist immer mein Ziel, ich probiere alles fotografisch irgendwie zu lösen. Und so war es auch in diesem Flugzeug gewesen. Ich hatte, wo ist eigentlich die Kamera? Hier. Ich hatte die 7-3 dabei gehabt, die haben wir jetzt schon seit einiger Zeit im Einsatz. Drauf war das 24mm 1,4er Blende, auch von Sony, hatten wir vor einiger Zeit zum Testen gehabt, hat mich überzeugt, haben wir direkt für uns dann auch zugelegt. Das heißt, das ist so unsere typische aktuelle Filmkombo und diese Kombo hatten wir eben griffbereit, gerade im Rucksack. Habe ich sie aus dem Fenster gehalten, 1,4er Blende, ISO hochgeballert, ich habe glaube ich erstmal angefangen mit ISO 20.000 oder sowas und dann ja so eine einigermaßen normale Schlusszeit, vielleicht ein Zehntel, Zwanzigstel oder sowas aus der Hand. Und das hat schon gut funktioniert. Und da dachte ich mir, okay, jetzt probieren wir mal, wo sind die Limits der Kamera und auch von mir selber. Und das könnte jetzt schon fast das Endbild auch sein, was ich gepostet habe. Ich glaube, ja, das hier war das gewesen, wo so ein bisschen weiß noch drin ist. Und da sieht man die Einstellung, halbe Sekunde, 1,4 und 64.000 war der ISO gewesen. Ich habe aber auch noch mal mit 0,8, ja hier sind die 0,8er, könnte auch das gewesen sein, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall, das waren die Einstellungen. Du siehst, es geht. Und das kann ich euch nicht abkaufen. Also ich, dann ist mein Verstand eben begrenzt. Aber aus meiner Sicht müsst ihr Nachsicht haben, kann ich das nicht abkaufen, dass diese Dinge hier echt sind. Guckt euch das an hier. Einmal geht hier die Milchstraße so einen Bogen, im nächsten Moment macht die Milchstraße, wo waren das jetzt wieder? Hier, sowas, das ist doch, Leute, kommt schon, das muss fake sein, Alter, weil das ist nur so schön gemacht, damit es schön aussieht. Also aus meiner begrenzten, beschränkten Sichtweise ist das hier fake, das ist eine gebogene Milchstraße, sowas können wir gar nicht beobachten hier, oder? Das ist doch, ist das euer Ernst, ey? Das hier, das können wir doch nie beobachten. Und dann sieht es so aus, what the fuck, das sehe ich gerade das erste Mal. Das ist doch kein Spiralarm oder was weiß ich, das ist doch hier ein Kreisbogen. Naja, aber auch dafür gibt es wissenschaftliche Erklärungen, die solche Typen wie mich dann gleich wieder mundtot stellen und mich für bekloppt erklären. Schau dir das letzte Bild mal genauer an. Fällt dir am unteren Bildrand etwas auf? Das sieht doch alles ziemlich gebogen aus. Schaut man sich das Gelände aber mal von oben an, dann sieht man schnurgerade und rechtwinklige Schienenwege für die vier kleinen Zusatzteleskope. Die Aufnahme wurde von etwa diesem Standpunkt aus gemacht. Aber warum dann die Biegung im Bild? Und warum ist dieser gesamte Schienenweg im Foto zu sehen? Nun, die Antwort steht praktisch dabei. Es ist eine Panoramaaufnahme. Es ist sogar ein annäherndes 360-Grad-Panorama und im oberen Teil auch noch sphärisch, da fast der gesamte Himmel mit abgelichtet wurde. Schauen wir doch mal, wie es sich in einem entsprechenden Panoramabetrachter darstellt. Na, das sieht doch gleich ganz anders aus. Der Schienenweg zwischen den Teleskopen ist schnurgerade. Etwas weiter nach links gedreht leuchtet die überstrahlte Venus. Und am gegenüberliegenden Horizont sieht man den komplett verfinsterten Mond während der Mondfinsternis 2010. Links daneben der liegende Orion. Betelgeuse, Riegel, unten zwischen den Teleskopen Aldebaran im Sternbild Stier. Schwenken wir nochmal etwas nach links, sehen wir die kleine und die große Magellanische Wolke. Und nun mal ein Blick auf die Milchstraße.
sieht ziemlich gerade aus. Hier übrigens das Kreuz des Südens. Den Blick weiter nach oben, immer noch gerade. Und zurück zum anderen Horizont, auch hier ist kein Bogen zu sehen. Tatsächlich erstreckte sich die Milchstraße in einer ziemlich geraden Linie vom südöstlichen zum nordwestlichen Horizont, nur knapp am Zenit vorbei. Hier die damalige Situation als Darstellung in Stellarium. Die vermeintliche Kurve im Foto ist also lediglich der Panoramaaufnahme geschuldet. Und hier wird auch niemand mundtot gemacht. Es werden lediglich nachweislich falsche Behauptungen richtiggestellt. Kleiner Tipp: Anstatt dich als vermeintliches Opfer zu sehen, könntest du ja auch vielleicht mal auf den Gedanken kommen, dass der Fehler auch bei dir selbst liegen könnte. Aber genau diese Fähigkeit zur Selbstreflexion fehlt ganz offensichtlich. Deswegen müssen immer die anderen schuld sein. Das sieht mal aus wie ein bisschen. Das sieht mal. Nee, das ist niemals ein echt. Hier, guckt euch das an, das ist doch Quatsch. Als wenn hier der Orion, das ist eindeutig der Orion, als wenn der Orion so aussieht. Geht raus, guckt es euch an. Bitte. Also hier lege ich meine Hand dafür ins Feuer, dass das keine echte Aufnahme ist. Das hier im Vordergrund, das ist echt. Aber das hier hinten, niemals echt. Wie viel Brandsalbe ist denn noch übrig? Drehen wir die Aufnahme doch mal ein Stück und stellen sie einer meiner eigenen alten Orion-Aufnahmen gegenüber. Mein Foto entstand mit einer kleinen Lumix-Kompaktkamera auf einem Stativ und 15 Sekunden Belichtungszeit in Programmautomatik. Und schon mit dieser absolut primitiven Ausstattung fällt etwas auf. Die Farbgebung ist praktisch gleich. Die Hauptsterne strahlen weiß-bläulich, Betelgeuse oben links tanzt hell-gelb-orange aus der Reihe und der Orionnebel zeigt sich als violetter Klecks. Also alles ganz genau so wie auch in der Aufnahme vom Observatorium. Dort ist es nur detaillierter und intensiver aufgrund anderer Aufnahmebedingungen und Kameraeinstellungen. Wie bereits gesagt, eine Kamera sieht mehr als das menschliche Auge. Auch diese Aufnahme vom Observatorium ist eine Langzeitbelichtung über vermutlich mehrere Sekunden. Das ist deutlich zu erkennen an der Helligkeit der 70 Meter großen Schüssel, allein durch die zwei Lampen, vermutlich Flugsicherungsfeuer, als auch durch die Helligkeit und Überstrahlung der Gebäude am Boden. Mit bloßem Auge beobachtet, dürfte es vermutlich eher so ausgesehen haben. Also hier, das ist das Originalbild, das soll dann so aussehen, der Orion, das ist doch totaler Quark. Und was ich da jetzt vermisse, sind eben die Leute, die zugeben, dass das Quark ist. Ja, also die Globalisten, die dann sagen, oder Leute, ja, die dann eben sagen, hier ist übertrieben worden, das ist halt alles ein bisschen retuschiert, wollte ich schon sagen, das ist halt ein bisschen eine Quatsch, farbkräftiger gemacht worden, dass es eben besser aussieht und so. Im Endeffekt sieht das so nie aus. Und geht raus, seht euch den Sternenhimmel an, wenn ihr den Orion seht, dann seht ihr, dass das nicht so ein kunterbuntes Bild ist hier. Da ist es gelb, da ist es schön blau, eisblau, dann ist es hier lila, und da ist es dunkelblau und so, das ist alles Fantasy hier. Ja, Quark mit Soße, Leute. Anstatt dich so zu echauffieren, könntest du dir ja vielleicht auch selbst mal ein paar Grundlagen in Fotografie aneignen und den Orion mal mit einem Fotoapparat aufnehmen. Dann würdest du auch erkennen, dass die Farbgebung tatsächlich real ist. In dieser Langzeitbelichtung von mir, die aus zwei separaten Aufnahmen zusammengesetzt ist, kommen nicht nur die sehr unterschiedlichen Helligkeit und Farben der Sterne zum Vorschein, sondern insbesondere auch der große Orionnebel. Und ja, der leuchtet strahlend violett. Nur ist dieser Lichtschein so schwach, dass das menschliche Auge ihn nicht wahrnehmen kann und man den Nebel ohne Hilfsmittel daher nur als gräulichen Fleck sieht. Eine Kamera sieht eben deutlich mehr, aber das sagte ich ja bereits. Ich war auf Celestra oder wie es hieß hier, das Programm. Ja, und dann habe ich mir das alles angeguckt. Ja, das ist auch bloß eine Animation von einem gedachten Universum. Ja, im Endeffekt ist das eine fiktive Animation, die du da zeigst, worauf du dich immer beziehst. Wenn du etwas kritisieren möchtest, dann solltest du es zuvor auch verstanden haben. Abgesehen vom falschen Namen scheint dir aber nicht wirklich klar zu sein, was Celestia tatsächlich ist. Denn es ist eben keine Animation, sondern eine Simulation. Das ist ein kleiner, aber wichtiger Unterschied. Celestia basiert auf realen Daten, auf den Größen, den Massen, den Positionen und Entfernungen der Himmelskörper in unserem Sonnensystem. Diese Daten sind hinreichend genau bekannt und praktisch konstant. Daher kann Celestia die Bewegung dieser Himmelskörper auch ohne Aktualisierung auf Jahrzehnte im Voraus korrekt berechnen, also simulieren.
Das Programm zeigt also exakt das an, was sich dann real auch beobachten lässt. Das ist einfach, ein Grafikeditor ist im Endeffekt nichts anderes als ein großer Würfel und in diesem Würfel kannst du deine Objekte erstellen. Es ist ein großer dreidimensionaler Raum. In diesem Würfel kannst du deine Objekte erstellen und die kannst du so anpassen, dass es im Endeffekt so stimmt, wie es eben in Büchern steht, aber dass es das, was in Büchern steht, nicht richtig sein muss, das bedenkt ihr da gar nicht. Also es ist einfach Fiktion, was ihr da erzählt und diese Celestra da, das beweist gar nichts. Überhaupt nichts. Tut mir leid, es beweist einfach nichts. Nun, nehmen wir als Beispiel mal die totale Sonnenfinsternis von 2017. Allein anhand der in Celestia seit Jahren vorhandenen Daten ergab sich auf rein mathematischem Weg, also in der Simulation, der Verlauf der Sonnenfinsternis exakt so, wie er dann ja auch nachweislich eintrat und beobachtet werden konnte. Das soll kein Beweis sein? Gleiches gilt im Übrigen auch für Stellarium, welches auf den gleichen Daten basiert, zusätzlich aber auch noch präzise Vorhersagen über Satellitenbahnen erlaubt. Als Beispiel mal ein Transit der ISS. Beide Programme sind entgegen deiner Behauptung eben keine fiktiven Animationen, sondern präzise und vor allem nachweislich korrekte mathematische Beschreibungen unseres Sonnensystems. Was man in Celestia und Stellarium sieht, kann man auch real, exakt so beobachten, jederzeit. Die Daten können also offensichtlich so falsch nicht sein.